Sollte vielleicht den Stream auch anmachen. Der Mikrofon im Hintergrund laufen. Oh, kennt einer von euch noch Aladdin? Nee, Digga. Wie kann man den nicht kennen? Oh, ich zieh mir jetzt nochmal ein paar Folgen rein. Einfach nur Jump for the Lulz. Und Alter, er hatte letztens noch Zeug, will noch Zeug haben, ne? Weiß doch noch den Diva Porn haben. Nein, neben Sommer, Junge. Okay, damit kann ich auch neben Sommer machen. Alter. Tatsächlich würde mich die Story einfach viel mehr interessieren als ja, das ist recht. Ich kann mir sowieso auf animierte Sachen da nichts. Nee. Kein Keulen. So. Ja gut, wir haben nach 22 Uhr, da sind die Themen okay. Vorher darf ich das auf Twitch ja nicht machen. Wir sind live on air. Wir verstehen sich Spaß. Ja, oder auf YouTube, ne? Das wird ja archiviert. Oh shit. Goddammit! Send ich erstmal weiter, du. Hä? Was war das? Eine schnelle Runde. Wir waren gerade ungefähr 3 Sekunden in einem Übungsgefecht, nur um danach ins Hauptmenü zurückgeworfen zu werden. Mit diesem größten Teil der animierten Sachen sind so nicht so. Ah, warte. Das klang gerade irgendwie. Jetzt noch aus. Nee, das klang gerade, als wären 2 Lieder durcheinander irgendwie. Ja, irgendwie schon, ne? Ich mach dieses Clap Your Hands mit dem Hintergrund an, ich brauch das. Muss mal wieder lauter machen, ich höre gar nichts. So, was. Welchen Helden soll ich jetzt gleich in dem Match zocken? Sei. Widow. Nenn mir einen Helden und dann zocke ich den. Widow. Okay. Torbjörn. Torbjörn? Was tust du? Okay, dann zocke ich jetzt erst eine Runde Widow und dann eine Runde Torbjörn. Obwohl, nee, ich zocke Widow, wenn wir Attack kriegen und Torbjörn, wenn wir Def kriegen. Das Traurige ist, dass wahrscheinlich mit Widow noch nicht mal so scheiße sein werde. Wobei, wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen müde, vielleicht ist mein Aiming ja scheiße. Oh, dieses Potenzial. Wann war's mal gut? Nein, Spaß. Seid gegrüßt. Hallo. Geschützt werden. Autsch, mein Geschütz. Ey, lass die in Ruhe. Lol. Man wollte Karagat holen. Ich finde diese Leute immer seltsam, wenn du da zu dritt am Chillen bist mit den Gegnern und dann kommt einer und tötet alle und du fragst dich nur so, warum? Baum. Wir kriegen Def, also Torbjörn. Wir kriegen Def, also Torbjörn. Ich hab, glaube ich, warte, ich muss das mal ganz kurz gucken. Ich habe Torbjörn. Wo ist er denn? 13 Minuten lang gespielt. In meiner gesamten Karriere habe ich Torbjörn 13 Minuten gespielt. Ich habe 457 Stunden Overwatch gespielt. Übrigens habe ich von 457 Stunden Overwatch 327 Stunden Mercy. Na, dann zählt das Video noch gar nicht für dich.
Welches Video? Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. How 400 plus hours look on Mercy. Okay, ich fühl's. Achso, nee, wenn du die Zeit in, also die 327 Stunden... auch nimmst, ja. Genau, wenn du Competitive dazu nimmst, dann bin ich über 400. Also dann bist du ziemlich schlecht im Mercy. Warum? Hast du das Video mal gesehen, was der so verzapft? Ja. Ich spiel nicht viel anders. Aber du siehst ja in dem Video meistens halt nur alte Sachen. Die haben meistens keine schlechten Tage im Video. Das Lied muss ich jetzt wieder voll leise drehen. Weil es irgendwie lauter ist als alles andere. Also als das Lied davor. Ist nicht gut normalisiert. Du hast halt in diesen Videos meistens keine schlechten. Wenn du mal. Ja, schon klar. Dass die nur das Beste zeigen. Wie spielt man Torbjörn? Turret hinstellen, in die Ecke warten, darauf, dass das Turret Kills macht. Ah, okay. So wie Symmetra, nur dass du dich versteckst. Na, Symmetra spielst du ja. Also, Symmetra spielst du ja sehr offensiv. Deswegen habe ich gesagt, so wie Symmetra, nur dass du dich versteckst. Irgendwas macht man Geschütz. Hast du was gesehen, mein Kleiner? Er ballert schon wieder auf irgendwas. Such, hasse, such. Alter. Oh, da war ein McQueen. Ich hab's gar nicht. Ich krieg das nicht mit, ob jetzt das Geschütz Schaden kriegt oder ob ich Schaden kriege. Keine Sorge, Leute, ich hab gleich Molten Core. Ja, ich glaube, der Molten Core muss ein bisschen schneller kommen. Wir müssen den Zielpunkt verteidigen. Nehmt die Rüstung! Schnell! Haltet sie vom Punkt her! Alter! Versuch mal deine Euphorie ein bisschen zu mindern, Alter. Oh, ich bin so geil. Irgendwann platzt mir das Trommelfell. Steig ich dich an, ey. Digga, es geht nicht! So, oder so verstehe ich keine Einstellung, dass es maximal so laut werden kann. Und dann ganz plötzlich. Out of nowhere. Platz mehr Storm. Dammit. Okay, Molten Core ist da. Feuer frei. Oh scheiße, da war. Ich dachte, der wäre fast tot, der ist doch fast tot. Dingsbums. Nö. Boah, wie viel Schrott da liegt. Geil, mein Geschütz steht ja immer noch. Lol. Ich habe auf jeden Fall gerade einen Doppelkill gemacht. Ich brauche Rüstung. Hätte ich einfach nachfragen sollen, welchen Hero du absolut nicht spielen kannst. Pff, ich habe außer auf Support so gut wie auf keinem Hero Playtime. Du hättest mal McKee spielen sollen, haha. Da brauchst du Aim. Ansonsten bist du Schrott. LOL. Alter, ist Torbjörn geil. Schon klar, das hat Wenn man Torbjörn nicht spielt,
spielen kann, hat man ein gewaltiges Problem. Alter, Diva ballert mich von hinten an. Ich dreh mich um, schieß einmal tot. Ja, der rechts von ihm macht brutal. Macht so viel Schaden wie Reaper. Nee, ich hab mit Linksklick, aber mein Geschütz hat noch drauf geballert. Ich darf nur nicht vergessen, die ganze Zeit mit Rüstung um mich zu werfen. Na toll, warum stirbst du über der Rüstung? Ich hätte deine Rüstung noch benutzen können, um dir in deinem nächsten Leben Rüstung zu... Nein, jemand greift mein Geschütz an. Können Sie es wagen, mein Baby anzugreifen? Ja, mein Geschütz ist kaputt, jetzt muss ich es wieder neu hinstellen. Das Geschütz verliert auch Rüstung. Ich habe meinen Molten Core übrigens schon wieder. Ohne etwas dafür zu tun. Ich habe Silber in Eliminierungen. Oh, und die sind alle hinter uns. Ich habe Gold ohne irgendwas. Ich hab dich im Wies. Scheiße, mein Geschütz ist genau dann gestorben, als ich Molten Core gezündet habe. Komm, kill ihn! Ich hab's so weit drüber geworfen, den muss ich echt locker haben. Oh. Und du Killer. Wirklich? Ja, ich hab Silbereliminierungen. Ich hab dreimal Gold, Junge! Und ich wurde gerade die ganze Zeit am Ende die ganze Zeit von McBee gekillt. Es war ein bisschen Pech, dass mein Geschütz genau in dem Sekunde kaputt gegangen ist, als Molten Core gezündet habe. Mein Schaf muss aber achten. Mein Schaf nichts anderes achten muss. Naja, ich habe direkt im Spawn Q gedrückt, weil ich den Dings gehört habe. Achso, lol. Okay. Weil da war ein Nano-Boost aktiv, dann dachte ich mir, dann ballerst du mal. Mein, ich muss ja selber, muss ich ja nicht ballern. Ha, neue Bestleistung in allem. Welch ein Wunder. Ich habe 6 Eliminierungen und 2 Kills mit Torbjörn und 6 Geschützkills. Wie kann das sein? Okay, Angriff, dann spiele ich jetzt Widowmaker, ne? Spiel Hanzo. Ja, dann muss ich dann nächste Runde spiele ich dann Hanzo. Nein, ich spiele schon Hanzo. Und dann spielst du Genji. Ja, nee, wenn du Hanzo spielst, dann will ich nicht Widowmaker spielen, das ist dann kacke. So richtig abfucken gerade, ey. Die armen Teammates. Oh, wieso? Du weißt, snipern kann ich gut. Snipern, ja, aber ich hab nur halt kein Gefühl bisher dafür gehabt, wie lange man mit der Aufladung warten muss. Na, bis da steht 100. Ja, das ist mir schon klar, aber... Ich bin's gewöhnt zu quickscopen, also zu gucken, wo ich hinschieße, scopen, Schuss und direkt wieder runter. Ja, dann mach, und dann spiel Anna. Die kann das. Ja, aber die macht nicht wirklich genug Schaden. Nicht mehr. Rip Anna. Rip Anna, DD. Scheiße. Ich hab mit Anna eh immer so gut wie keinen Schaden gemacht. Hä? Ja, es ist immer irgendwas da, was du heilen kannst. Aber Anna ist doch so ein mega DD, ey. Also irgendwas so nur auf die ja, toll. Nur warum, aufs Heilen konzentrieren. Warum hat in meinem ersten Widowmatch, warum haben sie in meinem ersten Widowmatch ausgerechnet einen Affen? Weil die genau wissen, dass eine Widow in jedem Spiel ist, das wissen die schon. In jedem siebten Spiel, überrascht dabei. Jetzt Widow in jedem siebten Ei. In jedem siebten Spiel.
Okay, wo ist Mercy? Lol, die haben auch eine Widow. Oh, Sniper-Duell. Lol. Snip, snip. Ich schieß Mercy einmal an, sie drückt instant auf Ressen. Haha, ich hab jemanden getötet. Ganz blöd. The fuck? Ich stand still und Widow hat irgendwie zweimal an mir vorbeigeballert. Alter, wie lucky war der schon? Empfänger aufgestellt. Aber nein, keine Lust! Der First. Niemand entkommt der Jäger. Dann noch so ein Rothock hinter uns. Der Kopf ist schon erst tot. Oh, ich muss nachladen. Alter, der Winston verfolgt mich erstmal über die halbe Karte. Alter, ich gehe den so hart auf den Sack, dass Winston mich sogar teabaggt. LOL. Ja, ja, die Auswirkung von einer Widow. Lucio hat gerade McCree gekillt. Aber ich bin echt schlecht, ich habe nur 50% Trefferquote gerade. Ja, Alter, ich bin noch was? Schlechter gerade. Ja, und du hast nur einmal geschossen, was? Nee. Aber es tut gut, ich muss mich nicht um irgendwelche hallo, Payloads allem, kümmern. Du hättest 50% Trefferquote haben, wenn du nur einmal geschossen hast. Ich habe immer interessanterweise die andere Widow noch nicht ein einziges Mal gesehen. Sie hat doch schon auf dich geschossen, hast du gesagt. Ja, aber ich habe sie nicht gesehen, von wo. Ich habe nur die Schüsse gehört und mich verpisst. Habt ihr euch gerade alle von McCree killen lassen? Natürlich, nein. War nicht in der Nähe. Die Kraft steckt fest! Lass uns das Ding wieder in Fahrt bringen! Wow, ist unser Team kacke. Winston springt mit Mercy rein. Ich gebe ihm einen Heady und kriegt das hin, mich zu töten. Und weder Mercy noch sonst irgendwer wird getötet. Wir schaffen es, 5 Leute nicht Mercy zu killen. Hast du noch vieles mehr in der nächsten Folge von Useless für Anfänger? Aber der Winston macht seine Aufgabe echt gut. Ich wünschte, wir hätten mal so einen Winston. Wieso hab ich hier keinen Beat abgekriegt? Alter. Haben wir überhaupt einen Heiler? Die Stunde hat geschlagen. Roadhog hat Angst vor mir? Bei 2 Schüsse auf seinen niedlichen Kopf und der ist tot. Haben wir einen Heiler? Wir haben nur Lucio, ne? Ich hab Mercy noch nicht ein einziges Mal getötet. Widow steht rum. Bin echt schlecht. Ich geh mich mal eben voll heilen. Das hat keinen Sinn, wenn ich mit 38 Leben die ganze Zeit rumgammel.
Okay, meine Trefferquote ist Katastrophe. Ich will aber auch mal warten, bis die Schüsse aufgeladen sind. Das dauert doch nicht so lange. Ja, aber länger als ich quickscopen würde. Und Widow braucht scheinbar auch länger, um in den Scharfschützenmodus zu gehen als Anna, oder? Ja. Hinter uns immer noch McCree. Die Stunde hat geschlagen. Wow, schnack. Na, ich habe auch Kacke geschossen. LOL. Eigentlich kann man Widows Ult auch einfach spammen, oder? Klar, geht raus damit. Wozu aufbewahren? Bestchen gebraten. Gibt ja deinem ganzen Team was. Ja! Danke! Okay, ja, Warthog treffe ich. Vielleicht nicht gerade dann casten, wenn, wenn keiner lebt. Also wenn du der Einzige bist oder ja, gerade zurückrennt. Aber sonst. Na, raus damit. Der McCree von denen ist echt gut. Ach, den Kampf! Ich glaube, Widow habe ich bisher auch insgesamt irgendwie 10 Minuten gespielt oder so. Viel zu viel. Ich frage mich, wie diese Leute es hinkriegen, beim Abvisieren noch einen Scharfschützenschuss loszuwerden. Die Stunde hat geschlagen. Training. Ja, nee, weil ich hab's halt gerade ausprobiert, aber bei mir schießt ja dann immer den Kurzschuss. Also das den MG-Schuss schon statt einen Scharfschützenschuss. Ich verstehe. Makro? Nee. Der einfach Makro schreibt. Wenn du die Taste loslässt, soll der. Ahnung. Soll er direkt einen Schuss abgeben? Also, das geht. Naja, der Schuss. In meiner Software machen. Die schießen ja. Das wird ja nicht geschossen kurz bevor abvisiert wird, sondern während des Abvisierens. Und da kannst du nicht mehr schießen. Eigentlich. Wenn du es richtig. Wenn du es richtig einstellst. Hallo! Nee, das ist garantiert kein Makro. Du kannst aber mit dem Makro machen. Nee, das dürfte nicht funktionieren, nicht in der Art, weil da ist noch ein Delay zwischen. Ja, und wie machen die das dann? Ja, das wüsste ich ja gerne. Ja, dann müssen sie es per Hand machen. Wenn du es per Hand machen kannst, dann kannst du auch mit dem Makro machen. Nicht so präzise, weil das ist ja nicht zeitlich gesteuert, sondern der Schuss muss ja dann kommen, wenn du über dem Ziel bist. Okay, dann jetzt wieder Torbjörn in Def oder was? Oh, dieses Potenzial. Oder was soll ich jetzt spielen? Mercy. Sag Mercy. Nee. Sag Mercy. Nee, Mercy kann ich nicht. Reaper. Ja, mit Reaper bin ich tatsächlich sogar gar nicht mal so scheiße. Scheiße. McCree. Okay. Probier ich mal McCree. Ja, natürlich pickt Lukas jetzt McCree. So ein Bastard, ne? Ja. Was soll ich dann spielen? Reaper. Okay. Passt halt so gar nicht dazu, aber egal.
Ich habe ja tatsächlich sogar mit Reaper, warte. 8 Stunden habe ich mit Reaper. Okay, jetzt darf ich doch McQueen. Ja, klar. Ein Kurz Range und ein High Range. Road. Das Problem ist, wenn wir beide DD spielen, müsste irgendwer in unserem Team irgendwas Passendes picken, aber wir kriegen deswegen immer nur Scheiße. Ja, und? Dann kann ich nicht mal rausfinden, ob ich den Helden überhaupt kann. Einfach trotzdem picken. Oder willst du, mich schon wieder. Nö. Acht Sekunden hat Kui auf seiner Rolle. Yep. Und 8 Sekunden auf der Stun, glaube ich. Na, 9 Sekunden sogar hat Kui auf der Rolle. Irgendwo ist immer. Wir haben dummerweise nichts, das schilden kann. Nicht bewegen. Hallo. Hey. Eins muss man McQueen lassen, er lädt echt schnell nach. Warum hat mich Mercy nicht geheilt? Weil sie lieber Junkrat heilt. Gehe ich zurück und benutze den TP? Nö. Jetzt schon auf dem Weg. Ah, immer ganz anders hinsetzen. Hallo. Eigentlich immer von dir. Hä? Toll, dann stunne ich jemanden und werd genau in der Sekunde gewiddelt. Problem ist, dass man mit unserem Level relativ schwer neue Helden testen kann. Na, und deswegen macht man sich einen zweiten Count. Das geht schon, muss halt vorher ein bisschen üben. Wenn ich halt dann keine anpacken kann. Erstmal mit dem Schild sah er. Die Stunde hat geschlagen. Was von den habe ich ja schon. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das Problem ist, dass wir jetzt ja schon zwei Leute haben, die Helden fremd spielen. Ich meine, wenn einer alleine einen unbekannten Helden spielt, geht's ja meistens noch. Mercy, du weißt, dass da... Boah, mit McQueen brauche ich aber echt
ist denn das Geschütz? Alter Schwede. Jemand Widow gesehen? Boah. God damn, sieht meine Schickse geil aus. Muss mir irgendwie merken. Sieht gut aus. So also ein halbnackter Ninja, Alter. Stehst du auf halbnackte Ninjas? Nein, die weiblich sind schon. Nee, männlich. Ninja. Englisch, Ninja. Ja. Ha. Ich bin hier oben. Fick dich, Lucio. Ich bleib hier oben. Ich hab's gerade geschafft, gezielt in alle drei Lucio-Geschosse auszuweichen. Okay, das Aiming von dem anderen McQueen ist genauso scheiße wie meins. Scharfschütze. Haltet eure Augen offen. Haha. Tschüss, Widow. Entschuldigung. Nö. Doch. Ich hab grad Warthog getötet. Die Position hier oben ist mega geil. Keiner geht mir auf den Sack und ich kann alle töten. Gut. Ich einfach immer noch hier oben gammel. Ich brauch meine Ult noch. Allerdings wissen mittlerweile echt alle von den Gegnern, dass ich hier oben stehe. Inklusive Widow. Das ist so geil. Widow schießt die ganze Zeit daneben. Ich. Boah, ich habe jetzt gerade drei Leute auf mir. Weiß man, wer war der Kagero? Amadeus, ne? Aber warum Mercy? Wir haben einen. Warum ultet der nur für mich? Ich bin kein Support mehr. Warum ulten die Leute trotzdem solo für mich? Die mögen dein Gesicht. Das ist auch. Egal wen ich spiele, ich hab. Die Genji-Ult ist immer in meinem Gesicht. Da ist irgendwas an mir. Oh. Oh fuck. Oh, F. Ja, bitte. Oh, ich bin gerade müde. Dann trink was. Geh kalt duschen. Ich frage mich gerade, ob ich eine Runde laufen gehen soll. Oder ob ich einfach das Fenster aufmache, das reicht bestimmt auch. Ja, die haben wieder eine Widow hinten stehen. Ernsthaft? Aber der Rest war total unnötig.
Oh Gott. Warum ist das Highlight? Ach komm, nur zwei. Nur eine Minute. Nur eine Minute. Ach. Tschüss, Sai. War schön mit dir. Du weißt, wenn du dich jetzt eine Minute hinlegst, wirst du nicht wieder aufstehen. Doch, kann ich. Ja. Gute Nacht. Schlaf gut. So wie das letzte Mal, Alter. Ich move dich dann. Okay, wen soll ich denn jetzt spielen in der Tech? Sag was. Wie wär's denn mit May? Wurde gerade weggepickt. Verdammt. Dann spielst du jetzt Winston. Winston, okay. Dann brauche ich eine höhere Mausempfindlichkeit. Was? Ja, da brauche ich eine höhere Mausempfindlichkeit, hey, wenn ich Winston Blitz spiele. Gott, das ist mal gut, sich hinzulegen. Ach, Bett, wie ich dich vermisse. Ich muss sagen, ich war ganz gut. Geht. Aber das Problem ist, dass es eh egal ist, weil dadurch, dass wir eine total miese Team-Kompi haben, konnten wir eh nichts machen. Ja, dachte ich doch. Oh, ja, was tut wir nicht? Schon 29 Stunden ist es her. 920 Stunden. 29 halt. Achso. Gerade fragen. Ich kann die mal besser abschneiden. Ah, besser als ich eh nicht. Ja, wir haben halt wieder ein Kack-Team. Klar. Boah, May hält alle fest. Er spielt Winston. Oh, sie haben aber eine Widow. Winston kann man eigentlich selbst viel falsch machen. Hi Hanzo. Tschüss Hanzo. Hi Widow. Tschüss Widow. Tschüss Widow. Ich habe einen Doppelkill gemacht in der ersten Sekunde. Ich habe wieder Hanzo gekillt und Widow gekillt. Ich würde sagen, ich gehe voll ab. Und dann jumpen wir mal auf den Punkt. Ja, die alte Taktik mit dem Rauf Rushen mit Winston und Lucio Boost und hast mich gesehen, kommt er wieder jetzt ins Rennen, ne? Du bist wieder ultra leise. Ich würde mal sagen Winston Carry, ne? Ja. Der macht absolut null gegen mich. Das ist eigentlich ein Affenparadies. Geht. Ne, ich meine, ich wüsste mal gerne, wie viel der Hanzo Scatter Error macht, wenn er so, weißt schon, diesen Boden, zack, zack, womit er Reinhardt killen kann. Wir haben nur einen Tank. Weißt du, wen Mercy heilt? Nicht mich. Dann drückt er X. Ich stehe da immer so eine halbe, ja, selbst mit X stehe ich immer so eine halbe Stunde neben ihr. Na, sucht er lieber Heilpacks. Dauert nicht so lange. Weiß nur nicht, was ich von der Ulti von Winston halten soll. Ja. Braucht keine Sau. Das ist halt geil, weil es halt quasi ein Vollheal ist. Wieder. Nein, ich wurde gestunt. Ich bin tot. Und du kannst Leute von Sachen runterwerfen. Aber so Winston böse. Beim Auslassen. Ah, ich hab schon wieder jemanden getötet. Das ist echt einfach mit Winston. Man muss ja nicht zielen, man muss ja nur in die Richtung halten. Ich wünschte und halt nur, Mercy würde irgendwann mal auf die Idee kommen, mich zu heilen. Und als Winston hast du immer quasi den, sag jetzt mal, Erstkontakt. Und du halt direkt ins Gesicht reinspringen kannst, so. Und nicht erst um die Ecke kommst oder sowas. Der ist einfach dann da, auf einmal.
Wenn du dann keine Antwort dazu hast, dann sieht so alt aus. Soll ich einfach mal volle Kanne reinspringen? Hallo ihr Luschen! So, verpisst euch! Ich bin hin und her, bin ich auch. Ja, ich bin schon down. Werd den bitte Bandit herschmeißen. Hab ich. Ich hab die alle aus dem Orisa-Schild rausgeworfen. Und jetzt wechselst du auf Genji. Okay. Nein, Alter, hör auf. Genji. Nicht, was ich sag. Okay. Alter. Jetzt bin ich Genji. Was kann der? Ich kann dashen. Shift ist Dash und E ist Durchschlag. Ja. Und dann Linksklick sind drei Schuriken auf Straight Line und Rechtsklick ist ein Fächer. Anso. Mada, mada. Hä, ich hab die doch nicht geworfen, warum hat mich gestartet? Wie funktioniert der Wallride? Ah, okay, man muss Leertaste gedrückt halten. Muss mir aber auch mal jemand sagen. Hast du jetzt nicht wirklich auf Genji gewechselt, oder? Ja, doch. Ja, das kann ich ihn, ne? Aber wenn ich genau vor ihm stehe und das Ding schmeiße, dann nicht. Dankeschön. Ach, ich werde so verlieren, Alter. Och. Das sieht er mich. Vielleicht wegen dem Hanzo-Pfeil, der bei dir war. Der Doppelsprung ist halt echt fett. Ja, und früher war es ein Triple-Jump. Ja, wobei ich mich echt frage, wer auf die Idee gekommen ist. Und wie sich die ganzen Pros dann erstmal wieder dran gewöhnen mussten, dass sie keinen Triple-Jump haben. Vor allem Seeker, Alter, das war immer so lustig. Dann sagt er mal, oh, da konnte ich mal hin. Oh nein, warum? Okay, mit Genji brauche ich wieder eine langsamere Mausempfindlichkeit. Ich sollte mal flanken gehen, das ist jetzt hier meine Aufgabe. Mhm. Alter, dieser Soldier. Ja, ne? Wo ist der eigentlich nicht? Ich bin vorne, steht Soldier da. Ich gehe nach hinten, steht Soldier da. Ich gehe auf die andere Seite, steht Soldier da. Was? Springt man mit Genji eigentlich jemals nur einen einfachen Sprung? Nee. Das macht ihn ja so nervig. Der ist einfach die ganze Zeit nur am Rumhüpfen. Bei Ults haben wir rausgehauen. Und dann immer so links, rechts hüpfen, ne? Nie auf einer Stelle. Ja, klar. So nervtötend. Ha, ich hab ihn getötet. Ich hab meine Ult. So. Oh Gott. Du musst mit Zaya was kombinieren, App. Ja, ich warte jetzt auf Zayas Ult. Reinchargen? Dann Ult zünden, ja, das habe ich tatsächlich. Das habe ich tatsächlich häufig oft genug gesehen. Man muss jemanden killen, damit sich der Charge resettet, ne? Und bei Aktivierung des Schwertes wird dann Dash auch resettet. Deswegen mal rein dashen, Schwert ziehen, wieder dashen und dann slice dash. Wo ist denn unsere Zaya überhaupt? Da. Liegt auf dem Bett und ist tot. Okay, Zaya hat ein okay gezeigt. Zaya will ulten. Scheiße. Nein! Alter, ich komm voll nicht darauf klar. Das ist voll schwer mit dem Fleischschwert, ne?
Ja, nee, das Problem war, dass McCree geultet hat, während Saya ihre Ult gemacht hat. Dann musste ich erstmal reflektieren. Ich wusste auch gar nicht, wo McCree ist. Ich auch nicht. Der hat ja von irgendwo geultet. Was mich da, ich hab meine Ult gedrückt und in der Sekunde war ich tot. Danke. Der Soldier steht übrigens schon wieder da vorne. The fuck? Was macht der Junge? Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich muss mein Ultimate noch nachladen. Ich werde nicht fuck. Der spielt aber eigentlich nur Genji. Also der steht die ganze Zeit an derselben Stelle. Aber wegen seinem scheiß Heilfeld kann ich Soldier nicht töten. Auch nicht. Und spiel was. Du bist McCree, also du müsstest ihn töten können mit Hades. Komm ich nah genug ran, ich bin vorher tot. Du brauchst doch an Soldier nicht nah genug rankommen. Also das Soldier verfolgt einen aber auch echt über die ganze Map. Soldier fast down. Ja, ich bin tot. Alter. Was, die? Helden sterben. Oh, cheer. Noch 30 Sekunden. Wir haben keine Zeit mehr. Komm an! Was? Ich... Also ich glaube, ich wurde das gesamte Match nur von Soldier getötet. Ich hätte bei Winston bleiben sollen. Aber egal, das hat ja sonst keiner Tank gespielt. Ich habe 60% Trefferquote. Cool. Ich habe 39%. Waldmeister Schaden? Du bist ein Damage-Dealer? Ja, trotzdem! Ich bin McCree und spiele zum ersten Mal seit ewig. Nein. Doch. Du hast heute schon 2 Runden McCree gespielt. Nein. Doch. Was? Alter. Du hast 24 Stunden McCree schon gespielt. Ja, vor Ewigkeit. Nein. Wisst ihr, was ich jetzt McCree gespielt habe? Ja, heute. Heute? Gerade, ja. Nee. Ich meine, wir haben die ganzen Runden ja bei mir, kannst ja raussuchen. Weil ich McCree gespielt haben sollte. Eigentlich jedes Mal mindestens einmal. Nein. Und außerdem Damage Dealer, ne? Ich hatte eben auch zweitmeisten Schaden. Als ich als McCree. Ich meine, wer soll dich überholen? Außer Junkrat. Junkrat. So, wen spiele ich jetzt? Route 66, weiß noch nicht, ob es Death oder Attack ist. Route 66, Death. Wen soll ich spielen? In Death? Mhm. Ist May noch frei? Ja. Na, ich spiel's jetzt May. Jetzt einfach alle Cancer Heroes. Soll ich spielen? Ein Tank. Das ist mir egal. Nein, okay, was soll ich spielen? Einen Tank, okay, weil wir keinen haben. Du müsstest mal echt jede Runde einfach mit random.org entscheiden. Weißt du, wie viele Heroes haben wir jetzt? 25? 24? 25. 20. Tippst einfach 1 bis 25 ein und dann random.org würfeln und dann nimmst du den Hero. Das dauert immer so lange. 24 immer noch. Ne, wieso? Kannst du schon voreintragen, 1 bis 25. Oder machst halt schon ein paar random.org, paar random Nummern und schreibst die auf und dann arbeitest du die ab, nacheinander ab.
bin wahrscheinlich mit May sogar in der Lage, jemanden einzufrieren und dann daneben zu schießen. Weil das dauert ja immer, bis das bis dieser Eiszapfen rauskommt. Ist ja voraimen. Nimm mal schön mit der Wall das Team trennen. Lol. Ich hab Torbjörn hochgehoben. Hä? Okay, das. Ich hab mich gebackportet, das wurde gehackt. Hallo. Also unsere Gegner haben ein sehr gutes Team. Zwei Heiler, zwei Tanks, einen Flanker und Torbjörn. Ich bin so tot. Ich hab gleich Bombe. Ich hab noch Zeit rausgeholt. Die hau ich auf Horrid und dann die Hand. Die haben Diva, Reinhardt, Mercy, Zenyatta, Torbjörn und Sombra. Die Gegner. Wir haben Widowmaker, Tracer, May, Mercy, Zenyatta und Zaya. The name of infection. Wir brauchen echt einen Panzer. Wirklich? Seid ihr gestorben? Na, ich hab gedacht, ich wäre unter der Ding sicher. Seid ihr gestorben? Und die pushen einfach easy durch, ne? Ich war gerade fast am anderen Ende der Map und wurde da gefunden. Die machen das echt gut. Was haben denn für die Gegner? Wir haben ein Geschütz am Start. Ja, Reinhardt schützt das Geschütz und keiner von uns kümmert sich drum. Vorsicht, Leute! Wahnsinn. Das hat einen Impact, hör mal. Ja, ich hab die Zenyatta Ult rausgeholt. Und ich hab sie alle von der Fracht runtergeholt. Und ich hab sie endlich mal von der Fracht runtergeholt. Die sind von Anfang an nur auf der Fracht gestanden. Wo zum Fick steht dieses Geschütz eigentlich? Da ja! Der ist gleich weg. Der ist weg. Mir
Daher ist. Die standen da alle super gekriegt. Warum macht es nicht? Ich steh direkt daneben und warte mit der Ult. Ja, irgendwer von uns beiden muss was Vernünftiges picken, sonst bringt das nix. Wenn wir beide trollen, dann ist es auch nicht witzig. Ich hab die ganze Zeit super gespielt. Ja, du brauchst aber. Du brauchst Tracer nicht in Attack. So, in Death ist die gut. In Death meine ich. Death ist die gut. Nein. Doch. In Death bist du mit Sombra wesentlich besser beraten. Ich spiel aber nicht Sombra mit Sombra. Weil ich Sombra nicht mag. Und in Death ist Tracer auch gut. Nur. Lol, ich hab sogar zweimal Gold. Ich hab da immer ein bisschen mit mir gearbeitet. Aber die sagt ja, Ult bereit. Ich sag Ult bereit, ich begebe mich in Position. Saya steht vor denen. Diese ist super gegruppt. Ich warte nur noch auf Sayas Ult. Nö. So, wen spiele ich jetzt, Sai? In Attack. Sai? Ja? Wen spiele ich in Attack? Attacken was ich. Nur Pistol erlaubt. Okay. Nein, Mann, hör auf. Ich mach das jetzt. Nein. Wenn er es wirklich mag, gehe ich so lange aufs Klo. Aber wirst wegen Inaktivität gekickt. Hab ich kein Problem mit. Ich spiele jetzt Pistoloni Mercy. Schreib das aber vorsichtshalber in den Chat. Gonna go aggressive. Ah, guck mal, der erste schreibt schon, it's okay. You need revive. Ja gut, meine Ult darf ich ja benutzen. Melee only, Sire. Million reicht. Oh Moment. Trap only Junkrat. White click only McQueen. Okay, das ist das beste Team, das wir haben können. Wir haben einen Junkrat, der nur Fallen wirft, eine Zarya, die nur Melee, einen McQueen, der nur Rechtsklick macht, eine Mercy, die nur ihre Pistol benutzt. Okay. Let's go. Nein, aber du darfst auch Schaden kriegen, ne? Eskortieren Sie. Kommt er ja nicht hin. Ja, ich hab Gold Damage. Hey, ich hab ihn gekillt! Ich habe auch schon. Jack, du hast mal gekillt mit deiner Trap. Ich lebe immer noch. Oh, geil. Ich hab. Nice, ich hab Gold in Heilung wegen Selfie. Ja, ich hab 450 Schaden verursacht. Wir kommen durch, Junge! Wir kommen sogar durch! Das ist so. Attack Mercy. Vor allem, die machen das halt wirklich. Unsere Saya ist nur am Milin. Neue Meta. Muss mal ganz kurz. Ja, hol die Heilung. Toll. Passt das jetzt? Nö. Jetzt kann ich mal rausfinden, wie viel Schaden ich mit Mercy machen muss. Ach du, ich habe fast 1000 Schaden mit Mercy jetzt schon. 71. Ich glaube, ich brauche 1000 Schaden für einen Rest. Mein Ultimate ist gleich soweit. Müsste in etwa hinkommen. Warum spawne ich eigentlich mit dem Stab in der Hand? Mein Ultimate ist bereit. Okay. Mein Ultimate ist gerade auf. Meine ultimative Fähigkeit lädt auf. Nein, nein, nein! Sombra, das ist keine gute Idee, sich jetzt mit mir anzulegen. Wirklich nicht.
Geh mal ein bisschen flanken. Alter, ich mach einfach gerade einen Soldier platt. Mit Mercy am Arsch. Ich hab ihn halt wirklich fast bekommen. Unser Lucio gibt, glaube ich, nur Speed Boost. Alter, wir kriegen einfach gerade ernsthaft den ersten Checkpoint. Fick dich, Soldier. Du besiegst mich nicht. So krasser Selfie. Sombra, das ist echt keine gute Idee, dich mit mir anzulegen. Zack, Sombra tot. Okay, gegen das Visier will ich dann doch nicht. Wie cool, ey, es macht doch Spaß. Ich geh mal oben rum. Also ich bin halt wirklich nicht schlecht mit Mercys Pistole. Ich hab schon fast 3000 Schaden. Sombra, immer noch keine gute Idee, dich mit mir anzulegen. Wie sie sich einfach im Kampf dreimal heilen musste, heilen gehen musste, die Sombra. Wow, Headshot! Danke, App.Dot beendet. Na klar. Easy. Easy Alter, Game, easy Life. Hallo, Warthog. Hallo, Warthog. Tschüss, Warthog. Easy. Mega Kack-Team-App. 10 Kills, du. Ja, 13, Junge. 13. Zweiter Checkpoint erreicht. Das funktioniert einfach wirklich. Also, die größten Teils, dass ich so gut bin, liegt an Lucius Speed Boost. Die Kraft heilt uns, Gott sei Dank. Lassen wir sicher. Lassen wir sie Staub fressen. Es ist schon traurig, wie sie gerade verkackt. Ich muss mein Ultimate noch nachladen. Ich habe die Sombra. Fuck, ich war halt leider schon auf 10 HP oder sowas runter. Alter! Oh. Ach. Komm und dann sterbe ich auch noch random. Ich bin bereit!
Schnee. Auch Heiler. Ah ja. Denn das ist Melee Only Saya, die darf nicht ulten. Gute Frage. Nächste. Ich werde jetzt easy eine neue Bestmarke mit Mercy in Damage kriegen. Ich habe übrigens immer noch Gold in Heilung. Dr. Mercy wieder im Einsatz. Meine ultimative Fähigkeit lädt auf. Danke, Partner. Samra, wenn ich Full Life bin, solltest du dich nicht mit mir anlegen. Ach komm. Kommt der Soldier mal her? Ich habe fast 7000 Schaden. Also, Elf sind schon mal zum Tiefpunkt gekommen. Oder mit zwei Heiler, die keine Heilung geben. Ich bin tot, es war keiner in der Nähe zum Ressen. Ohne Mist. Das war einfach mega. Das war geil. Wie viel Schaden habe ich jetzt am Ende gemacht? Das interessiert mich. Sei noch dabei? Ich glaube, Sei ist nicht mehr mit dabei. 7248 Schaden habe ich verursacht. Wie viel hast du mit Kree gemacht? Guck mal. Ah, ich glaube, Sai ist dead, oder?
Ach ja. So, aber ich glaube, ich mache jetzt hier Ende. Ist ja schon spät. Dann war die Pistol Only Mercy die letzte Runde für heute. Und ich beende den Stream. Man sieht auf dem Stream irgendwie nichts. Brecher Goblin. Hä? Hallo? Ja. Anskin. Die Unbekannte. Auch nur Unbekannte. Seltsam. Was ist seltsam? Welchen Ferroskin soll ich nehmen? Anubis, Schakal, Besessen, Unterkühlt, Mechaqueen. Den Standardskin. Also klasse, gut. bei Ferro gefällt mir auch irgendwie absolut kein Skin so wirklich. Aber ich finde den Unterkühlt cool ganz geil. Aus, aber irgendwie nicht. Ich finde den Unterkühlt ganz geil. Aber das passt geil. Langsam nicht mehr. Welchen soll ich bei Reaper nehmen? Nevermore. Ach, ihr habt es auf Deutsch, keine Ahnung, wer da ist. Immer mehr. Host, so, Stream ist jetzt am Funktionieren. Jetzt irgendwie bei kaum. So, heute. Den Standard-Skin an. Heute mit dem Stream Special Psyronic Sass. Ich sag Psyronic dir. Sad. Ich sag dir immer die Map und ob wir Dev oder Attack sind und dann sagst du, was ich spielen soll. Ach du heilige Scheiße. Sag immer Mercy, sag immer Mercy. Ich sag nie Mercy, Digga. Alter Junge. Tu mir das nicht an. Ich gebe ihm dauernd Helden, die er einfach nur abfacken. Und die er nicht spielen kann. Ah, ich kann alles spielen. Ach du heilige. Deswegen wird er jetzt auch gleich mit Dings anfangen. Mit Roadhog. Okay. Oh nein, oh nein. Egal was kommt. Übungsgefecht. Ich starte mal neu, Alter. Unterwegs nach Nepal. Ich würde so gerne sehen. Ja. Sprechen Sie sich aus. Ja, warte. Der Traffic im Netzwerk, wenn er nicht von mir kommt, darf ich mal Warthog haben? Mich hier vorher ein bisschen testen kann. Weil ich jetzt abfacken will. Eine Einmann-Apokalypse. Er will jetzt einfach immer das nehmen, was ich dir sag. Nö. Er hat ja schon gewechselt. Fuck, ich kenne nur den Buggy Hook. Ich kenne den neuen noch gar nicht. Na, bei dem Buggy Hook wirst du auch nie verwendet haben, von daher macht das nichts, dass du es nicht kannst. Komm hierher! Ich glaube, ich mache jetzt echt mal einen neuen Restart. Der läuft ja seit Freitag jetzt durch.
Und ich kriege Dauer. Heute schwankt die. You gotta pump these Zeit. Numbers up. Das kriegt mich gerade mega auf, ey. Okay, Death auf Wodka. Ein-Mann-Apokalypse. Sei ja Warthog. Ja. Ey, Lukas. Never slay my own dog. Never. Jetzt die Musik schon wieder so arschleise, was ist da los? Da muss ich wohl carryen. Und weh, du carryst nicht, Hammer. Ich habe bisher, warte. Also ich habe schon 2 Stunden Warthog gespielt. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist lange, lange her. Das war bevor ich Main Support wurde. Oh, das sieht nach einem guten Team aus. Nö. Ja, du hast recht, du bist dabei, aber. Ja, wollte ich gerade sagen. So, ich mache jetzt wirklich meine random.org-Liste. Warum hat Farrah eine schwarze Waffe im normalen Modus? 1 bis 25. Wollte ich das nicht sagen? Ja, die Nummern sagen mir aber nichts. Ja. Ich hab da noch ein Bild offen, wo ich dann. Okay. Oder schreibe ich eine Liste? Du kannst auch so jederzeit. Bist so hobbylos. Oh, warte, oder ich mach eine. Dings. Ich mag das Geräusch, wenn Roadhogs Schrott, bevor er explodiert, in eine Wand trifft. Man kann auch bestimmt mit Excel eine random. Random. Wo ist Reinhard? Random Funktion. Oh. Zufallszahl. Oh, ich hasse so. So, ich habe bisher keinen Hook getroffen. Doch, relativ. Ist die da gerade? Scheiße. Ah, ich habe einen Hook getroffen. Ab Anna. Ich versuche mich hier hinter zu halten, damit ich Widow nicht kriegt. Tschüss, Hunter. Lampe. Also, läuft gerade eigentlich ganz gut. Warthog ist gar nicht so schwer. Das macht ihr, ne? Ich muss da nicht hin. Oh nein, Widow. Hallo. Ich hab Widow runtergeschmissen. Nö. Alter! Ja, also läuft bei mir. Hat der Schulter geschluckt? Vielen Dank. Unsere Mörder ist echt gelegen. Scheiß. Danke. Das ist eine ziemlich dumme Idee. Unser Reinhard ist leider down. So, tschüss, die was, Mac. Hab Soldier. Okay. Oh, läuft bei mir. Ich hab Gold in Schaden. Bin noch nicht gestorben, Silber in Eliminierungen. Warthog ist echt easy. Mhm, ist er, ja. Wenn du Gegner hast, die direkt vor dir stehen.
Naja. An Chokes ist Roadhog geil, ja. Hinter uns. Also wir räumen hier echt auf. Boah, ich hab den jetzt gerade genervt, ne? Läuft echt gut. Wieso? Easy. Ich hab ihn weggestoßen und hätte ihn wahrscheinlich. Wieso? Reinhard ist tot. Ja. Oh, coole Diva-Ulf. Ja, irgendwie. Reaper drin. Der Kerl. Handleit abgehauen. Komm, oder? 3, 2, sehr schön. Nein. Wir haben da oben eine Widow. Kann sich da mal jemand drum kümmern? Yep. Also mir geht's echt gut. Bin immer noch nicht gestorben. Man überlebt echt wirklich jeden Scheiß mit Roadhog. Ja. Toll. Besonders schön, wenn man Reinhard dabei hat, ne? Easy. Easy peasy lemon squeezy. Ich hatte meine Ult vor allem noch. Hab ich voll vergessen, dass ich auch eine Ult habe. Raus in den seltenen Fällen. Reckt. Next Killer. Die Stunde hat geschlagen. Mister. Spice Pharaoh. Silber in Eliminierungen, Gold in Schaden. Reaper. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Bin ich einmal tot gewesen? Roger. Tracer. Bastion. Lust, ich habe die ganze Zeit als Hörer die Widow weggeholt. War schon echt witzig. 41% Trefferquote übrigens. 22 direkte Raketentreffer. Dreimal Silber, einmal Gold, einmal Bronze. Dass ich das dafür, dass ich das erste Mal seit 300 Jahren Roadhog gespielt habe. Unterwegs zu Volskaya Industries. So, was spiele ich jetzt in der Tech? Ach scheiße, wo. Wo zwischenkommt, Orisa ist zwischen Diva und Reinhard. Oh, das Bild ist ziemlich alt, da gibt's noch nicht mal Diva. Was? Das sieht schon besser aus. Noch kann ich alles außer McQueen picken. Nee, mach doch mal irgendwas jetzt gerade, ich muss nochmal. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Das ist eine Ansage, irgendwas. Max Glow ist nämlich gar nicht auf 1. Auf 1 ist nämlich Genji. Jo. Reaper, Soldier, Tracer, Bastion, Hanzo, Junkrat. Mei. Orb. Widow. Diva. Ein. Roadhog. Sag irgendeinen Tank. Ach scheiße, wo gab's jetzt zwischen Diva und Rein, ne? Sag irgendeinen Tank. Jetzt weiter bei den Tanks. Wo bist du? Rein, Saya. Lucio. Mercy. Metra. Und Sam. Kannst schon den ersten Random machen. Sind zwar schon 5 weg. Nee,
mach bitte was anderes jetzt gerade. Dann spiele ich Symmetra. Sag ihm, er soll einen Tank spielen, ey. Jetzt kann man gleich Index. Fucking shit. Nicht meinen. Was? Wie meinen? Von mehr konnte ich da auch nicht. Ja, nee, das war der Reinhard Dings. Ha, es funktioniert, cool. Jetzt brauche ich nur noch einen Button, der das Ding immer wieder überschreibt. Wie mache ich das denn? Override Button. Ja. Komm erneut berechnen. Das wird euch beschützen. Sicherheitssystem wird eingerichtet. Mir stirbt keiner. Och, Leute. Nein, kommt. Ein Sicherheitssystem kritisch. Ich hab Warthog. Ah, perfekt. Fast gekillt. Ah! Zu. So, ich habe jetzt den TP. Wenn wir noch einmal durchbrechen, kann ich den irgendwo hinter den Punkt stellen. Wir haben einen Niki Senyata. Der Senyata ist gar nicht mal so schlecht. Ich muss einfach nur F9 drücken, dann steht da was anderes. Wir sind doch 1 bis 25. 25 Sachen? Ne, sind nur 22. Hä? Wie habe ich denn vergessen? Teleporter steigern. Warum sind denn die ganzen Hero Selection Screens? Super, danke! Auf Google alles voll die alten Sachen. Selection. Können wir was Aktuelles haben, ey? Pools. Zeit. Die Stunde hat geschlagen. Scheiße. Was abgefangen? Wie lange geht nochmal die Widow-Ulti? Ich glaube 8 Sekunden oder so. Ach, dann Anna, müsste die mittlerweile vorbei sein. Sombra? Sombra habe ich auch vergessen. Ich habe den Pfad geöffnet. Pass auf, die kommt wahrscheinlich dort drauf. Ja, der hat mich auch gekillt. Kannst du da hochfliegen und den TP schützen? Nein. Oh, warte, ich guck mal. Nicht, wenn da Mörsen Roadhog. Warum hat auch niemand meinen TP benutzt überhaupt? Da waren zwei Leute tot. Jetzt muss ich ihn woanders hinstellen. Hä? Wieso bin ich da hingeflogen? Hä? Nein. Unsere Schicksale sind miteinander verwoben. Der wahnsinnig! Werfen wir uns den Großartig gemacht, merci.
Barriere ist auf dem Weg. Egal, ich bin wieder auf 66%. Die deffen aber echt weit vorne. McQueen ist nach oben gerannt. Alter, kann ich mal bitte... irgendein Overwatch-Video haben, wo Selection Screen mit drin ist. Ich glaube, Caffrey überspringt das, oder? Ach, Mann. Oder Caffrey. Ist egal. Ja. Oh, der Ball. So, ich habe jetzt meine Ult. Meine ultimative Fähigkeit ist bereit. Teleporter bereit zur Installation. Willst du mehr bringen, wenn jemand nach hinten gehen würde und die Widow killen könnte? Das gibt's doch nicht. Gerade jetzt, wo ich's brauche, zeigen sie nie den Hero Selection Screen. Ich verarsche. Ich kann dir den gleich im Stream mal zeigen. Oh. Nee, ich guck mir einfach einen hier von dir an. Du hast das schon mal mit ihm. Danke, Jod. Dein Overwatch. Overwatch Stream vom 16. So. Teleporter online. Das wird unsere Effizienz steigern. Dein Streaming ist für eins ist gut. So. Mein Teleporter ist online. Selbstschussanlage bereit. Zelle einfügen, einer. Und Sombra fehlt mir. Ja, nice. Kenji, Skiller, ja, Mika, Sombra, Tracer. Udo steht hinten. Ja, das war ein Teamkill. Es sind nur 24 Heroes, ne? War noch ein TP. Leute, wenn er erst 24 hält, keine 25. Großartig, dann die Race. Jetzt kann ich dir mal random was sagen. Okay, nice. Scheiß Widow steht noch oben, aber... egal, ich habe ordentlich viel aufgeräumt. Es gibt immer noch viel zu tun. Egal, wir haben einen Checkpoint bekommen, das ist schon mal was. Wow. Scheiße. Großartig. Und unsere Mercy. Na, tot. Mein TP auch. Ich hab nicht... das war richtig kacke, dass die Mercy die vor meinem TP wiederbelebt hat. Und die Musik ist gerade auch wieder übertrieben laut. Ja. Weißt du, wie es ist? Manche Songs einfach übertrieben lauter.
Warte, ich skippe einfach ein bisschen weiter vor. Der Song müsste besser sein. Ha, jetzt bin ich indirekt Moderator von dir. Oh. Nice. Hat deine Musik beeinflussen? Nein. Ich bin auf 50%, ich krieg den vorher nicht nochmal. Der Mercy-Rest hat's kaputt gemacht, dass die vor meinem TP standen direkt. Hätte das vorher gewusst. Jemand, der hinter dir gegangen ist und da was gemacht hat. Ne, der Warthog war auch die ganze Zeit halb tot, aber mir hat keiner geholfen. War die ganze Zeit an dem Warthog dran? Lol. Der McQueda. Na egal. Also 17.000 Schaden mit McQueen ist aber echt gut. Entschuldigung. Wenn ich die ganze Zeit auf Schaden rechts klicke, dann. Auf Schild rechts klicke. Ja, da musst du aber auch erstmal vernünftig in die Nähe kommen. Ich habe 6.000 Schaden. So, wen spiele ich denn jetzt? Auf Li Jung Tower. Diva. Diva. Nein, Dish ist meins. Nee. Dish ist meins. Du wolltest doch immer Reaper spielen. Los, mach Diva frei. Kannst Warthog spielen. Ich kann nochmal random drücken. Genji, Lucio und Widowmaker sind schon weg. Nein, wir brauchen jetzt noch einen Heiler. Nö, ich spiel also, das. Dann mach nochmal random, wenn er unbedingt auf seiner Diva bestehen will. Einer. Schöne kaputt machen will. Okay, dann spiel ich rein. Dann spiel ich Reinhard. Hey! Er hat doch ausgewählt! Ja, die Sache ist, als erstes war Diva da, aber das hast du ja blockiert. Ne, damit musst du rechnen, dass schon welche Sachen wechseln. Ja, nee, aber er hat ja Diva gepickt. Ich kann natürlich auch Anna, ich kann auch die ganzen Supporter rausnehmen. Oder nö. Nur Anna und Mercy rausnehmen. Ich spiel jetzt Hanzo. Hä? Weißt du, wenn Lukas das meint kaputt zu machen, dann kann ich auch das kaputt machen. Also wir haben ja Hanzo, ne? Feuer mit Feuer schüren, Alter. Ja klar. Ich spiel immer Support. Und es ist ja eh schon nicht mehr random gewesen, dadurch, dass ich nicht Hanzo spielen konnte. Hanzo. Diva. Lukas, du könntest ja auch mal Support spielen. Was ist denn Support? Das, was dir die ganze Zeit den Arsch rettet. Also wie spielt man Hanzo Scatter Arrow irgendwo hin und einen Kill kriegen, ne? Ja. Du brauchst erstmal eine Excel-Tabelle, einen Taschenrechner. Ha, ich hab was getroffen. Wozu brauche ich einen Taschenrechner, wenn ich Excel da offen hab? Also dieser Dings hat echt Angst vor mir. Seh, was unsichtbar ist. Ich bin zu kacke, einen Dings zu treffen. Warthog. Hab ihn. Haha. Ach du Kacke. Das Visier war noch an. Ich kann's mitbekommen. Die Stunde hat geschlagen. Noch einmal. Der McQueen stand doch mal gerade auch noch. Er ist wahrscheinlich weggerannt. Ja, aber er war nicht weg, die Sache. Er stand ja immer noch da. Das ist schon armselig, Genji, weißt du das? Aha.
Das ist schon hart armselig. Ja, diese random Headshots, die man macht. Ja. Ich aime irgendwo in den Arsch der Welt und töte wen. Oh, ich hab meine Ult. Einfach direkt Feuer. Ja, ich bin du tot. So, du hast eine, deine Ult sowieso in 10 Shots wieder. Du kriegst für jeden Shot, den du triffst, 10%. Wenn ich treffen würde. Ja. Natürlich die Voraussetzung. Die hat wieder von der Seite geschickt. Das ist tot. God damn it. Schau dir den Augen des Drachen. Zendiata ist hier. Erste Runde verloren. Punktstand. Hanzo ist echt nicht mein Fall. Geht gut. Geht gut mit Hanzo, ernsthaft. Geht das überhaupt? Natürlich. Egal. Es ist Zeit zu handeln. Musik wieder leise, willst du mich verarschen? Ich grüße euch. Hi Leute! 3, 2, Isla Joch 1, Runde 2. Warte, wo bin ich? Ah. Ich glaube, der Mix ist ein bisschen weird. Mit Lautstärke. Wie viel Schaden der Scatter einfach macht. Ja, wüsste ich auch mal gerne. Ja, wenn du den auf dem Boden machst, dass der alles reingeht. Ja. Also Warthog war... Wenn jeder einzelne Scatter trifft. Also es hat nicht jeder einzelne getroffen, aber Warthog war so gut wie down. Ich glaube, du kannst den sogar damit one-shotten, wenn du komplett triffst. Ja. Ich weiß es aber nicht. What do you mean? Oh. Ich hab was getroffen. Mir stirbt keiner weg. Ziele erfasst. Ich hab ihn noch einmal getroffen, bevor ich gestorben bin. Warum kriege ich eigentlich. Warum zünden Genji eigentlich, egal wen ich spiele, ihre Ult immer in meinem Gesicht? Ich gebe nie auf. Verstehst doch einfach nur falsch. Ich weiß es nicht. Nano-Boost injiziert. Ich krieg jetzt keiner mehr auf. Ach komm, Genji, verpiss dich. Okay, wir haben gerade 6 Ults gebraucht und haben den Punkt nicht eingenommen. Ich glaube, das gewinnen wir nicht. Wollen wir das genau? Hätte ich Diva gespielt, hätten wir gewonnen. Easy. Ganz sicher. Ja, klar. Das ist die Macht des Zufalls. Nein, Genji. App. Ich habe einen Genji Null gekillt. Ja. Ich nenne die Random Liste einfach Aria.
Warum? Ja, don't fuck with Aria. Man, sie lebt immer noch, ne? Na und? Also widerspreche der Liste nicht. Ist? Ne, sofern mich gewisse Leute die Liste picken lassen. Ich habe 5 Eliminierungen mit Hanzo und 7 Tode. Aber hast du Spaß dabei? Ich hab Spaß dabei. Das ist der Sinn von Hanzo. Ich bin so kacke, dass ich Spaß dabei habe. Wow. Ah ne, warte, warte. Ich extende das noch ein bisschen. Hattest du Spaß dabei und hast andere Leute in die Weißgetrieben? Nö. Schade. Dann hast du noch. Also, da hast du Hanzo noch nicht richtig gespielt. Ja, ich wurde nicht geteabagged. Ein unbedeutender Rutsch. Die Stunde hat geschlagen. Ich hab dich im Visier. Ziele erfasst. Yay, Nano boosted. Ich glaube, ich habe Mercy noch gekillt, ich weiß es nicht. Was sagt denn die Liste, was ich als nächstes spiele? Lucio. Lucio, okay. Was soll ich spielen? Worauf du Bock hast. Soll ich auch auf Random machen? Ja. Okay. Reinhard. Ja, gut. Das Problem ist, was passiert, wenn wir beide das gleiche kriegen? Ja. Da muss einer aussetzen. Dann würfel ich nochmal. Ah, dann haben wir ja nicht das gemacht, was in der... Dann müssen wir in der Card gehen und ohne Beschränkungen spielen. Ja. Können wir machen. Weißt du was? Ich mache einfach 2 nebeneinander. Da kann trotzdem selber rauskommen. Nee, eigentlich nicht. So. Und jetzt jedes Mal, wenn ich F9 drücke, kommen 2 Heroes. Und das kann eigentlich gar nicht mal das. Also, warte mal, ich versuche einfach mal. Natürlich kann der selber rauskommen. Ah, die Chance ist so gering. Auch so gering, wenn du 2-mal einfach. Du kannst theoretisch aber auch einstellen, dass der nicht denselben 2-mal nimmt. Ja, aber dann macht das ja nie 2-mal, verstehst? Nee, aber dass das halt nicht 2-mal hintereinander, dass die beiden Ergebnisse, die du rausbekommst, nicht 2-mal das gleiche sein kann. Dass du quasi. Ja, wie denn? Dass du quasi einstellst, okay, er würfelt 1-mal mit allen Helden. Und dann würfelt er nochmal mit allen Helden, außer dem, der beim ersten Versuch rausgekommen ist. Ich glaube, das wäre zu kompliziert, das jetzt zu machen. Ich hätte jetzt mehr daran gedacht, so, du hast die Zelle und die Zelle kann aber nicht gleich die andere Zelle sein. Ja, das wird auch gehen. Dann würfelt er, dann würde er halt nochmal würfeln. Quasi, wenn der ja dasselbe hat, wird er dann nochmal würfeln. Vor allem Lucio ist hier sogar ein guter Pick auf der Map. Ey, das ist auch lustig. Oh fuck. Natürlich haben sie einen Widowmaker. Wenn man sich jetzt natürlich mit Axel komplett auskennen würde, dann wäre das natürlich was anderes. GG. Lucio spielen ist aber nicht mit der Musik verträglich. Ich meine, das ist Doppelticken kurzzeitig. Hä? Was ist los?
Oder andere Musik oder was? Nee. Lucio hat ja selber seine eigene Musik quasi, ne? Achso. Alter, wir werden gereckt. Korrekt gerade. Nee, gegen Widow komme ich nicht. Widow hat gerade einen 5-fach-Kill gemacht, weil sie niemand beachtet. Ich meine, wir haben doch Genji und Sombra. So, wie mache ich das jetzt? Glaubst du wirklich, die machen... Was ist das an, der Idiot? So, noch einmal verlängern, mehr konnte ich nicht machen. Wow! Ja, bitte. Da ist jemand auf der Rangliste auf Platz 3. Der hat einen Primal Ancient gekriegt. Der hat einfach schon Primal, Mann! Jesus! Holy crap! Lucky as fuck, Alter. Damn, schade. Son! Holy moly, Alter. Ich muss mit Lucio 2 runterwerfen, dann ist das POTG von Widow weg. Ja. Das Problem ist, auf der Map hier kann ich keine runterwerfen. Schon Genji, I trusted you. I chose you. Genji, let's go. Ja, ich habe mich hingestellt, um ihn zu verteidigen und er läuft weg. Mighty Weapon. Fist Weapon. Fuck, war das? Irgendwer hat aber gerade was getrunken, oder? Kann das sein? Hat gerade blip gemacht. Was? Lukas ist gemutet, also. Lukas ist gemutet, schon wieder. Mensch, for Wind. Tendung. Hey! Komm on. Tendung. Da muss ich meine beiden einmal deins Gift aufgeben. Doch. Eigentlich nicht. Lol. Lol? Banner steht aber auch darauf, mitten im Feuer zu sein. Lol, he says. Wir haben eine Widow auf dem Dach. Widow oben. Ah, oh, es ist Relentless. Kriegst du noch was jetzt?
Bis auf Bruder, ne? Einer läuft mit und einer CDA. Genau. So. Ich würde sagen, den Gadget hat gestellt, Chase. Ich krieg mit Lucio aktuell nicht mal meine Ult voll. Jetzt wird's massiv. Zurück zum Absender. Alter. Ach, ich bin ein Tipp. Nice. Alter. Single Ultra Genji, aber hat sich gelohnt. Ich mach wie immer Lucio Kram. Durch die Gegend. Eilen. Reinhardt ist so easy zu spielen. Das ist feierlich. Naja, ein guter Reinhardt hat schon einen großen Unterschied. Da finde ich Warthog einfacher. Der Warthog hat auch schon einen großen Unterschied. Da finde ich Reinhardt einfacher. Nee. Oder? Warthog ist nämlich mehr Self-Skill und bei Reinhardt musst du halt auch noch mit auf dein Team achten. Boah, nicht schwer. Im Vergleich zu dem, was du mit Warthog machen musst, schon. Aber es ist halt immer noch ein Unterschied, wie du die dann spielst. Reaper ist irgendwo hinter uns. Ja. What? Genji ist ja auch noch irgendwo. Haben die denn Geschütz oder so? Ja, da oben. Oh fuck. Patsche Händchen aus den Taschen und kümmert euch mal um den Punkt. Warum hat sich Genji nicht das Healpack geholt? Der hat direkt daneben gekämpft. Und dann kommt Reaper, nimmt das Healpack und tötet ihn. Wir werden es nie erfahren. Molten Core. Warum wurde nicht gestunt? Hä, App spielt sogar. Ich bin Lucio. Achso. Molten Core. Ja, der Gegner hatte Molten Core. Das war so mitreißend. Warum muss es denn unbedingt Türen in diesem Spiel geben? Nett. Warum hab ich eigentlich keinen? Warum hab ich meinen Stack hin? Hallo? Das, ey, das war ja voll mehr als knapp. Weißt du, ich gehe hinter die Gegner. Schön, wenn meine Ult Murphy steht mitten da. Wirklich so in einer Millisekunde, wo meine Ult vor der ankommt. Nett, zündet sie noch ihre Ult. Der so konnte. Richtig hart, Lucky. Hier oben ist ein Torbjörn. Der will hier wieder sein scheiß Geschütz hinstellen. Ja, Torbjörn ist nicht so leicht platt zu machen. Nö, vor allem wenn er aimen kann mit der Waffe.
kann ihm nur auf den Sack gehen, aber der hat hier gleich... Okay, Geschütz ist weg. Erinnert ihr euch an dieses Geschütz? Schockland. Ich auch nicht. Kein Geschütz für mich. Oh! Was lebt immer noch? Ja, egal, ich verteidige gerade den Punkt. Ah, gut, gegen Reaper und McCree wird's dann doch ein bisschen schwierig. Lol, ich hab Gold in Heilung, ziehen Fortschrittskills und Zeit. Nice. Mein Lucio Mojo ist zurück. Das wird so geil, wenn du mit dem dann diese Unterstützung hast. Also anstatt sich um Leute zu kommen, rennt dann lieber mit McCree hinterher. Überleben werde ich das nicht. Ich konnte nur noch eine Verlängerung machen. Torbjörn durfte natürlich wieder sein Geschütz aufbauen. Auf Grün. Typ mit seinem Widow-POTG nervt. Stunde hat Lol, ist Genji da? Ist... Das Interessanteste am POTG war, wie Genji in den Abgrund springt. Das hier war ganz schön fies an. Sie betreten jetzt Hanamura. Wie der Typ sich einfach einwedelt darauf, dass er einen Widow-POTG hatte. So, was soll ich spielen? Nächste Runde? Ja, wir sind jetzt auf Hanamura. Ui, okay, coole Combo. App spielt Symmetra und Luca spielt Max Killer. Wow! Geil. Ich darf Skillor spielen. Dann bin ich auch noch gut. Dann bin ich auch noch gut. Ne, mit Skillor nicht. Lukas. Viel besser wäre, wenn du mit Symmetra spielen müsstest und ich Max Killer. Ja, aber so hat Random jetzt gerade entschieden. Ja. Und was Random sagt, muss gemacht werden. Ja. Lol. Da muss. Aber es wird wohl doch nicht Hanamura werden. Ah, ich kann eine Lootbox öffnen. Hey, wenigstens mal was, was ich noch nicht habe. Soll das ein Witz sein? Du kannst ja theoretisch auf dem zweiten Monitor dir noch den Stream offen machen und den Ton aus. Könnte ich tun. Kannst Frage ist, werde ich das tun? Dann kannst du zumindest sehen, was du angerichtet hast. What have you done? Look at what happened. What you... Warte. Warte. Okay, Route 66 Symmetra wird es wohl. Nee, ist Übungsgefecht. Dexter, look at what you did. Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Das würde jetzt total dazu passen.
Ah, ist böse. Alter. Vom Regen in die Traufe. Der Tod ist nur eine Illusion. Das für Idioten. Oh, hallo. Ich gebe euch etwas Größe. Sicherheitssystem wird eingerichtet. Hallo. Oh, es wird wohl eine Lijiang Tower Symmetra. Das kann ja interessant werden. Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Irgendwo ist immer 12 Uhr mittags. Hi. Ich wollte schon gerade sagen. Bin ich jetzt gespannt. Ist normalerweise nicht die Map, auf der ich Symmetra spielen würde, aber hey. Ich glaube, auf der ich mit Kühe spiele. Ich gebe uns etwas Schutz. Lenkschussanlage 1. Ich hab die fast. Die Barriere ist auf dem Weg. Der Zielpunkt ist das Sicherheitssystem. Aua. Und das Healpack. LOL. Wir einfach beide auf dem Healpack gestorben sind. Ja, ich hatte leider kein Schild mehr. Ich würde nicht über die Brücke gehen, ne? Sag's mir gar nichts. Das ist nicht meine wirkliche Mutter. Not my real mom. Die haben auch eine Widow. Natürlich haben sie eine Widowmaker, ey. You're not even real mom. Oh. Das wird euch beschützen. So, pushen wir da rein. Ich hab sie in der Luft gestunt. Aber sie hat's noch weggeschafft. Ja, sie hat mich noch weggeschafft. Teleporter on. Mein Ultimate Licht. Ich habe den Pfad geöffnet. Oh ja, Selbstschussanlage eingerichtet. Projiziere Barriere. Meine Selbstschussanlage wurde zerstört. Lustig. Wir müssen den Punkt halten. Instanziere Photonenbarriere. Scheiß Widow, ey. System wurde geschwächt. Mein Teleporter ist online. Bitte sehr. Um den Punkt kümmere ich mich.
Barriere ist auf dem Weg. Vier Aufladungen hat der TP noch. Mein Teleporter ist online. Mein Teleporter ist offline. Der Pfad ist geschlossen. Projiziere Barriere. Eindringling festgestellt. Okay, wer hat auf Genjis Reflektieren geballert? Du. Nein. Doch. Nein, ich hab Symmetra. Ich kann nicht ballern. Ich war gestunt. Ich konnte selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich nicht ballern können. Uns glaube ich die Boots und die Schultern. Wie wir irgendwie eine halbe Stunde auf dem Punkt gestanden haben und keiner ihn bekommen hat. Ne? Photonenbarriere aktiviert. Mein Sicherheitssystem wurde gestört. Das wird wehtun. Ich spiele auch wieder gegen irgendwelche Russen. Mein Kamikaze-Reifen lädt noch auf! Ich glaube, ein Tank würde unserer Teamkomposition gut tun. Viel. Ich hab ihn gestunt, du hast halt gepostet. Ich hab ihn vorher schon irgendwie zur Hälfte ge- Hä? Geil. Okay. Ist Mercy gerade mit der Bombe in mich reingeflogen? Schön in uns reingelaufen. Terra hat ja auf den Ding geschossen. Grandios. Ich werde meine Fehler. Ich stirb gerade an Genji. Grandios. Mercy ist in uns reingeflogen. Ich glaube, das ist Mercy, weil ich habe nicht gesehen, an wen es geheftet war. Ich habe nur gesehen, dass hinter mir geheftet war und bin weggerollt. Ja, ich war mitten auf dem Punkt. Komm, bitte laden Sie die Seite neu. Fehler, die Verbindung wurde unterbrochen. Alter. Was? Bei Watch Together gerade. Kann das gerade im Vordergrund oder was war jetzt los? Ja, ja. Okay. Merkwürdig. Meine ultimative Fähigkeit. Ja, ging nicht. Das hat keiner Druck gemacht. Ich hatte den TP die ganze Zeit und habe darauf gewartet, dass mal was passiert. Weil bei dem Punkt kann ich ihn den TP nur platzieren, wenn wir am Pushen sind. An wen war die Bombe angeheftet? Nice. Eigentlich alles da, ne?
Wen jetzt? So. Jetzt hatte ich Lucio, jetzt Symmetra. Irgendwie nur Helden, die ich kann. Achso, wollt ihr schon wieder? Ja, ja. Torb und Roadhog. Ich muss Torian spielen. Ja. Roadhog, großartig. Was man zusammenbauen kann. Den Chuck noch nicht gespielt. Tja. Ja. Scheiße gelaufen, ne? Was soll ich sagen? Komm mit mir, mein Robo-Freund. Wir gehen auf Erkundungstour. Wenn du nicht möchtest, dass es random ist, dann musst du was sagen. Hab ich nicht gesagt. Hier, ich repariere dich. Ich glaube, irgendwie eine Fehlfunktion. Oh, Hanzo schießt neben uns nach oben. Oh. Am besten kriegen wir jetzt King of the Hill oder so. Oder Attack oder so. Hauptsache oder so. Ja, oder so hätte ich gerne. Oder so. Moment mal, Eichenwald. Jetzt bist du wieder leise. Was machst du die ganze Zeit mit deinem Mikrofon? In das Gen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was war jetzt mit Watch Together? Fehler, die Verbindung wurde unterbrochen. Bitte lade die Seite neu. Nein, die Musik. Ah, Hilfe. Ach. Wasted. Sie ist wieder da. Digga! Was? Schreien, Alter. Was musst du Gott sagen? Was machst du mit deiner Flasche? Welche Flasche? Deep Throat oder was? Ach, hast du auch immer dieses Blub? Ja. Ich dachte, das käme von dir. Nee, das ist von ihm. Bei mir ist nix. Oder es kommt von Watch Together, man weiß. Merkwürdig. Ich muss ein bisschen üben, mit Torbjörn umzugehen. Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Ja, ich muss auch mal mit der Roadhog üben. Lange her. Wann hab ich das letzte Mal gespielt? Mir kommt es vor wie vor 4 Jahren, dabei war es vorgestern. Eigentlich war es gestern. Ich liebe es, mit Torbjörns Hammer auf irgendwelchem Kram rumzuhauen. Guck mal, hier ist sogar ein Gold-Torbjörn. Dieses Potenzial. Ich hab Spaß. Oh fuck. Ich hab nur Hacken zusammen. Schnappt euch die Rüstung! Seh ich eigentlich aus? Lass Torbjörn in Ruhe. Ich mach doch gar nichts! Das ist mein Torbro. Ich seh überhaupt nicht! Hallo? Ja, das macht einfach jetzt so. Ich was. Und da war so Spaß, auf Leuten rumzuschlagen. gib mal Rüstung her. Genau. Du darfst Torb hier nur mit dem Hammer spielen. Hey. Einfach dich gemacht. Ich hab große Pläne mit dir. Oh, Def. Ich darf Torbjörn sogar in Def spielen. Das heißt, das Team wird mich nicht haten. Okay, schon, aber nicht so doll. Du darfst Torbjörn nur mit dem Hammer spielen, ne? Nee. Doch. Lukas, warst du schon zweimal in einem Raum drin bei uns? Nein. Du warst einmal drin und hast dich umbenannt zu Boom? Ja.
Und dann war aber jetzt noch ein User drin. Ja, das war ich. Ich bin noch gerejoined. Einmal raus und wieder rein. Und dann habe ich mich... Dass man die ja nicht wegziehen kann oder so. Jetzt stehen halt vier Leute. Bei mir sind es nur drei. Echt? Ja, vielleicht muss ich reloaden, dann wird der eine wieder entfernt. Vermutlich. Immer diese Warterei. So, ich kann jetzt gar nicht die Moderation wieder rausnehmen. Muss reparieren. Hallo. Bin so klein. Und auch nach dem 2015er Mix kommt nichts mehr. Muss ich mal kurz was Neues raussuchen. Ne? So, wo baue ich denn das Tourette hin? Warte, ich weiß, wo ich das hinbaue. Da hatte das der eine Typ, der mit den Goldwaffen letztes Mal hingebaut. Hier, der hat das hier auf die Treppe gebaut, das fand ich mega nice. Guck mal. Oh, den Mix kenne ich. Vor allem, der hat das Geschütz hat aus hier hat das oben im Blick, unten im Blick, das ist mega nice, die Position. Oh, der Mix ist so gut, der danach jetzt kommt. Ich höre einen Reinhardt. So, ich habe jetzt noch für 2 Stunden Musik angehangen. Na nice. Bist du wieder dran. Das nenne ich eine gelungene. Schnappt euch die Rüstung! Kommt gut, Pate. Schnapp ihn dir. Ja, bitte. Go to it. Nicht genug Schrott. Hallo. Achtet auf mein Geschütz! Meine ganze Arbeit, alles umsonst! Wollen wir den Kern mal zum Schmelzen? Steht mein Turret noch? Dieses Potenzial! Rüstung, Rüstung. Also so lucky würde ich gern auch mal sein, wie Würde. Hier Rüstung, greift zu! Mein Geschütz wird gegrillt! So was kann ich nicht Rüstung, Rüstung. Wer braucht noch ein bisschen Rüstung? Alter, man trifft einfach mit Torbjörn richtig gut. Die Waffe streut wie sonst was mit dem Rechtsklick. Torbjörn. Ich brauch mehr Schrott. Der Typ kann auch echt ekelhaft sein, wenn du wirklich auch den Linksklick treffen kannst. Ja, der Linksklick ist auf Headshot richtig eklig, habe ich auch gerade gemerkt. Torbjörn ist hier eine Mischung aus Teil von McCree und einem Reaper. Warum ist Torbjörn kein Meta-Char? Weil er halt easy gecountert werden kann. Schnappt euch die Rüstung! Hallo! Ja, aber ich mein... Was alles den Turret fickt. Ja, das Turret, aber Torbjörn an sich ist ja auch ziemlich stark. Ich meine, der hat Rüstung. Eigentlich immer. Naja, das Problem mit Meta ist, du musst halt die Frage stellen, wenn ich jetzt Tor pick, ersetzt das so gesehen sowas wie Soldier oder so. Und Soldier ist halt nun mal besser als Tor. Das heißt ja nicht, dass Tor schlecht ist.
Meine ganze Arbeit! Alles umsonst! Tschüss! So, einigermaßen. Scheiße! Ich bin das erste Mal gestorben! Nein! Ich hab da einfach einen besseren Pick als ja. Boah, ich hab Silberschaden, Goldkills, Goldziel-Fortschritt-Kills. Sag mal, kennst du eine Möglichkeit, wie ich dir Live-Gameplay schalte? Ohne das über Twitch machen zu machen. Also quasi wie ein Privat. Na gut. Ich glaube, du kannst die Streams auf Livestream privat stellen. Ich will jetzt nicht sagen, aber. Mir stirbt keiner weg. Weil es doch diverse Dinge gibt, die man auf Twitch nicht zeigen kann. Das ist so dämlich. Okay, ich bin dafür, wir verpissen uns. Der Punkt ist weg. Egal, da darf ich noch länger mit Torbjörn spielen. Ich bin immer noch da. Nee, ja. Spaß. Bussi! Rüstung! Ammo! Ja, warte. Ammo! Warte. Ammo! Boah, stell dir vor, wie ultra ätzend Overwatch wäre, wenn du Ammo, also Munition nachladen, also finden müsstest. Cool, danke. Wenn ich einfach unendlich Magazine hättest. Richtig kacke. Wäre richtig mies, Alter. Wie hat Sombra es eigentlich geschafft, mein Geschütz zu hacken? Dieses Potenzial. War es wohl in der Nähe? Ja, ja, aber wenn ich Sombra spiele, schießt das Geschütz immer auf mich und bricht den ab. Ist das schießt auch das Geschütz auf dich drauf, wenn es nicht abgelenkt wird? Eben. Also es hat schon auf jemand anders geschossen und dann bleibt er darauf gelockt, bis er das Target verliert. Glaub ich, oder? Ja, nee, das wechselt immer aufs nächste Target, also auf das naheste Target, wenn ich das richtig sehe. Ich hab Mercy. Wir haben da oben noch eine Widow. Kann die mal jemand wegnehmen? Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ah, perfekt, danke. Ich hab große Pläne mit dir. Komm schon, Schätzchen. So. Hier nochmal mehr Rüstung für alle. Geh mal ein bisschen Schrott sammeln. Ich weiß, wie sie es gemacht hat. Saya-Schild. Ja, gut, der Hack geht ja wirklich. Der braucht ja wirklich nur 0,8 Sekunden. Ja. Ich hab keinen Schrott. Warum stehe ich eigentlich immer da, wo Reinhard gerade seinen Firestrike hinballert? Zielt auch einfach nur auf dich. Nee, ich komme immer um die Ecke und genau in der Sekunde kommt der Firestrike.
Vielleicht hat Reinhard Hack an. Nee. Ach man, jetzt gehen wir langsam die Optionen aus. Ich hoffe mal, alles zu verneinen. Es hat einfach Lack gefressen. Ich will eine Karte für verteilte Rüstungspakete haben. Gib mir mal auch einen Schrott. Wenn er Lack gefressen hat, dann müsste er auch tot sein. Wieso? Lack ist tödlich. Ach Quatsch, das ist essbarer Lack. Wie essbarer Lack? Was für ein Lack? Den würde ich mir nicht aufs Auto packen. Fido hat mich gesniped, lol. Ah, das sieht da auch ganz genau mein Geschütz. Da ist jemand auf dem Punkt, ne? Der nimmt gerade den Punkt alleine ein. Ha, Molten Core rettet den Tag. Alter! Alter! Au. Jesus Christ. Was für den Soldier gerade passiert am Endscreen? Ich fand meinen Torbjörn-Action mega nice. Der Soldier ist auf, auf den Genji zugerannt. Genji hat geultet, als Genji Soldier gestorben ist, ist er in die Luft geschossen. Passiert. Ja, ich habe eine Karte für erstellte Rüstungspakete bekommen. 36 Rüstungspakete. Einsatzzeit von Rüstung 19%. Ja. Ich hätte zwar gerne Play gehabt, aber... Oh, neue Bestleistung in allem. 21 Eliminierungen, 7 Zielfortschritt-Kills und 11.000 Schaden. Übrigens, 13 Kills mit Torbjörn, 14 Geschützkills. Ja, ich war fast so aktiv wie mein Geschütz. Okay, was spiele ich jetzt? Ach Mann, ich bin gerade im Rift. Rolling, rolling, Alter. Rolling. Bastion, Lucio. Okay. Ups. Du musst für mich nochmal würfeln. Ja, Lucio hat schon gepickt. Achso. Genji. Schon mit gepickt. Lustig, die Kombination hätte ich viel lieber gesehen, ey. Da hätte App nämlich jetzt Saya picken müssen. Genji. Ja, Genji ist schon gepickt. Achso, auch schon. Ach Gott. Senyata. Okay, viermal Support. Was? Viermal Support? Ja, viermal Support. Okay. Ne, viermal Support, okay, Bastion macht alle. Alles auf Bastion! Ja, Bastion Point and Click! Incoming! Point Click Adventure, ja. Wir müssen euch doch jetzt derbe hassen, oder? Dass ihr jetzt die beiden gepickt habt. Ja, Jogi, die hasst dich, weil das ist so krass. Nö. Ich hab damit nichts zu tun. Es ist hier nur F9. Es ist Quickplay, niemand hasst uns hier. Beziehungsweise alle hassen sich sowieso schon, weil es Quickplay ist, also von daher. Mighty Generator says I play best. Fuck! Warum sind alle schon tot? Weil wir reingegangen sind. Weil ihr viel Supporter schlicht. Aber warum? Warum sind alle reingegangen? Fuck, auf was würfel ich denn jetzt?
Alter, hol mal die Wunde da oben weg, Genji. Teleporter online. Ich habe den Alter! Hey, bitte nicht pfeifen, okay? Ulte, wenn nötig! Alter! Das, die Ult-Animation dauert zu lange. Cool, wir haben es geschafft. Ja, natürlich. Nee, wir wurden gerade von dem Diva Mac, als die Diva ihr Mac gesucht hat, wurden wir davon runtergeschmissen. Lol, wie viele? 2. Cool, das wird dann POTG sein. Ja. Nice. Vermutlich. Okay, Sneaky Bastion is on the run. Ich kann Bracers machen. Ich brauch Inas. Fuck. Das ist der Spread von Bastion ist echt groß geworden. Ja, Widow komme ich nicht dran. Komm, Mercy. Ich bin schon respawned. Geil! Guten Tag! Okay. Ah, oh, King Shit. Guck mal, wo ich stehe, Ev. Scheiße. Ja, über dir ist jemand, ne? Ich würde mal die Klappe halten. Scheiße. Alter, kann mal jemand Widow wegnehmen? Ich wollte gerade voll geil auf den Punkt springen. Aber nein. Komm, The Matcher. Do it. Auch einen Mega-TP. Mercy, bist du wahnsinnig? Schildgenerator online. Warum Schildgenerator? Warum TP? Ja, die hatten Vision. Aber ich hab jetzt Ult. Bodo Fraggins hat das Match verlassen. Das ist einer der Gegner, ne? Ja, ja. Willst du mich verarschen? Was? Ja, ich wirklich mit 5 Life überlebt. Ich kann keinen Direktangriff machen, solange Widow lebt. Die outranged mich easy. Jetzt wird's massiv.
Ich halte es am Leben. Fucking shit. Dammit. Bin tot. Fuck it. Haben wir eine Mercy in der Nähe? Nee, die ist tot. Auch. Aber warum haben wir keinen TP? Warum haben wir einen scheiß Schildgenerator? Ich glaube, unsere Mercy weiß nicht, dass sie da nicht runterspringen kann. Ein Scharfschütze. Friede sei mit euch. Grüße. Komm mal, Bro, Bro. Bro, Bro. Ah, ich brauch mehr Heilung. Fuck. Unterwegs. Zu spät. Oh, Lucio hat Spaß, würde ich sagen, ne? Allein gegen 6. Natürlich hat er Spaß. Nee, der hat da an der Decke geklebt. Ich habe übrigens fucking 3 Eliminierungen. Mercy, du weißt, dass du den Sprung nicht schaffst. In Widows Gesicht gezündet. Hallo. Der ist tot. Cool, ich kann vielleicht Kunst vorher sagen. App, ich hatte gerade den meisten Schaden, ne? Okay, nö, Roadhog, das funktioniert so nicht. Ach fuck, jetzt wissen die, wo wir sind. Ach komm, da oben ist wieder die Widow. Ich versuche jetzt nochmal nach oben zu gehen und zu ulten. Ja, die haben halt wirklich alles, was gut gegen Bastion ist. Widow, Diva, Roadhog. Au. Digga. Ich hab grad mit so einer Salve Widow weggeholt. Wir müssen der Zeit unseren Sieg abringen. Hab Widow fast. Oh, das ist der und go! God damn it. Belebt mich wieder. Nee, Mercy ist down. Hätte ich Anna gespielt, hätten wir bestimmt gewonnen. Hätte ich McCree gespielt, hätten wir gewonnen. First Level 70. In einer Stunde 28 Minuten. Digga, der ist ja crazy. Spürt die heilende Ruhe. LOL! Okay, was sagt der Zufallsgenerator zum nächsten? Sagt. Oh. Mercy Lucio.
geil. Bitte kein King of the Hill jetzt. Und nur Pistol Mercy und Speed Lucio? Nö. Ach, warum? Wir haben schon die Dingens. Zweimal ist zwei Sachen. Oh, Aces. Da läuft. Jetzt darf nur niemand Mercy schon gepickt haben. Die sehe ich aktuell echt extrem viel. Dann musst du jetzt picken, App. Los, pick jetzt! Ich war noch nicht drin. Ja, ja, du wolltest nur rauszögern. Nee. Kannst ja den Stream aufmachen, dann siehst du's. Nö. Boah, ich esse gleich eine richtig schöne Gulaschsuppe. Ah, das packt deine Internetleitung nicht. Packt meine Internetleitung, aber keine Lust drauf. Digga, warum musst du uns eigentlich andauernd sagen, was du isst? Wir sind ja nicht Instagram, Alter. Warum müsst ihr euch dauernd darüber beschweren? Digga, wir sind aber nicht Instagram. Ja, toll, ihr habt aber Instagram. Nein. Nö. Und Facebook. Nein. Ich hab beides nicht. Ich hab auch kein Facebook, ich hab gar nichts. Das weiß ich, dass du nichts hast. Nichts ist immer noch mehr als du. Tja. Ich darf stupsen. Autsch. Ich darf schubsen, ich darf schubsen. Ich fühle mich sehr angegriffen und so, ne? Es ist unglaublich, dieser Comeback, das ist so. Wow. Weißt du, was ich richtig, richtig, richtig geil finde gerade? Mich? Sowieso. Dass ich morgen und übermorgen nicht arbeiten muss. Es ist mir total egal, dass wir gerade Viertel vor 5 haben. Hä, wieso konnte ich nicht? Hä? Gott, ich würde mich, glaube ich, nie langweilen, wenn ich Harzer wäre, Alter. Harz 4 und der Tag gehört dir, ne? Ja. Und dann gab's auch noch irgendwas mit der Jogginghose, oder? Ich bin genauso häufig mit der Jogginghose gejoggt, wie ich mit der Pizzarolle durch die Wohnung gerollt bin. Nein, nein, ich meine mit Harz 4 und Jogginghose. Achso, keine Ahnung. Hat doch irgendwas. Ja, ohne Scheiß, wenn ich dürfte, würde ich auf der Arbeit Jogginghose tragen. Die sieht doch auf deiner Arbeit eh keiner, oder nicht? Doch, ich bin ITler bei uns in der Vierergruppe, der den ganzen Tag nur rumläuft. Ich mach kompletten internen Support. Oh oh! Ja, ich wollte Genji nach unten locken. Da muss er nämlich einen seiner Dashes missbrauchen, um nach oben zu kommen. 3800 Heal. Vor dem ersten Tod. Vor allem, wir spielen nicht mal schlecht. Wir hatten ja sogar schon... Die haben halt immer noch irgendwie einen auf dem Punkt stehen. Hey, habe ich das nicht für eine Zusammenschnitt benutzt, das Lied? Wirklich? Auch wenn das mal wieder ultra leise ist gerade. Sofort echt? Wieder lauter. Bei mir geht's aber eigentlich. Ja, ich hatte es eben wegen irgendwas lauter leiser gestellt. Ja, meine ich. Warte, dieser Genji. Hä? Ich bin gerade mit Speedboost volle Kanne gegen Diva gebucht. Und es ist nichts passiert. Es ist gar nichts passiert. Du musst auch vorher Speed anmachen und so schräg nach oben. Und so schräg nach oben, sonst funktioniert das nicht. Du hast keinen Zentimeter bewegt. Dann hast du es nicht richtig gemacht. Ich hab's aber genauso gemacht. Die verändern auch Lucius Boob. Ja, ja, das weiß ich. Noch muss man das so machen. Die fliegen jetzt automatisch. Jetzt musst du nicht mehr so schräg nach oben zielen. Das macht jetzt automatisch. Das ist ja, der macht irgendwie vertikal. Wie ist sowas? Ja, so schräg im, ich glaube, 45 Grad Winkel. Ja.
Alternate fire now considers vertical orientation when knocking targets back. What the fuck? Ich weiß, das Wort wird wahrscheinlich ganz anders. Was? What the fuck? Teil uns doch mit, was what the fuck ist. Ich guck mir gerade nochmal die PTR-Patch Notes an und da steht unter Bugfixes Heroes Anna no longer cocks her rifle after throwing a grenade. Ja. Weiß Bescheid, ne? Alter, Genji, ich richte dich gleich selber hin, wenn das so weitergeht. Wow. Oh, über mir war noch Feuer. Lol. Gesund und munter. Ah fuck, jetzt hätte ich Musik lauter stellen können. Alter. So Genji. Ich hab grad Genji weggelockt. Ja, es war außer dir aber auch keiner mehr am Leben. Dein Schutzengel ist da. Der hatte wohl wirklich keinen Bock. Oh, wollen wir den Punkt mal einnehmen? Wer dabei? Jetzt wird's massiv. Haltet sie mir von Leib. Nein. Ach du Kacke. Warum sterben unsere Leute 400 Kilometer voneinander entfernt? Okay, was spielen wir als nächstes? Nachdem ich die Musik lauter gemacht habe. So. Jetzt müsste es eigentlich passen von der Lautstärke. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Hm.
Sei, magst du gleich nochmal gucken, wie das mit der Musik eigentlich aussieht? Oder ob mein... Erstmal muss er würfeln. Ja, das auch noch. Ja, stimmt. Und dann kannst du, wenn du willst... Hey! Aua. Jetzt kam wirklich mal der, also, dass beide das gleich haben. Dann muss man mal würfeln. Oh. Bastion, Hanzo? Oh, dann okay. Wieder Bastion. Ich weiß, ja, Hanzo, eben. Hanzo. Soll ich nochmal würfeln? Nein. Wir machen, was der, was gesagt wird. Also, soundmäßig, also musikmäßig ist aber schon auf ganz low, ne, eingestellt. Ja, beziehungsweise bei mir, bei dir. Warte, Moment. Oder ist die Lautstärke auch, von Watch It Together? Watch Together, ist das, der Sound ist doch für jeden beliebig, ne? Ja. Okay. Nee, aber ich meine, ob das auf dem Stream passt. Kannst du da vorbeigucken? Weil irgendwie ist der Stream ja nicht das, was ich höre, aus irgendeinem Grund. Bum, bum, bum. Ich bin so schlecht mit Bestien, das ist unglaublich. Vielleicht mit Hanzo. So, dann höre ich mal. Ja, mit Hanzo musst du ja nicht viel machen. Der Auto-aimt ja. Bestien muss man ja selber aimen. Das ist das Problem. Cool, da kann man drüber gehen. Ey. Hanzo. Gib mir die Faust. Kannst du als Hanzo drüber kommen, ohne den Boden zu berühren? The floor is lava. Ja. Nö, ist alles in Ordnung. Perfekt. Okay. Fuck? Ich hab mich oben hingestellt. Otto Risa rausgenommen. Ups, hat der gerade meinen Nachfall reflektiert? Keine Ahnung. Meine Fresse ist bestens schon langweilig. Heil mich gegen, Mercy! Heil mich gegen! Perfekt, Mercy. Scheiße. Ich bedanke mich und genau in der Sekunde werde ich von Hanzo gekillt. Ja, ich auch. Hallo. Mercy hat gerade Sombra vertrieben. Ja, normal. Wenn ich full life bin und gerade nichts anderes zu tun habe, dann recke ich Sombra auch weg. Headshot. Cool. Ach, Kacke. Wie hat der Hanzo es geschafft, mich dahinter zu treffen? Ah, ich war nicht ganz dahinter. Frage niemals, wie ein Hanzo irgendetwas macht. Er tut es einfach. Na, in dem Fall war es sogar rechtfertigt, weil ich mich scheiße positioniert habe. Teleporter online. Ach komm. TP an Abschluss gestellt, glaube ich. Weiß es nicht. Ich gehe nach oben, kein Bock. Och, Leute. Digga! Der lernt es einfach nicht. Hör mal auf zu atmen. Das wäre ja voll leise. So. Tod dem Hanzo. App? Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, aber kennst du. Ein Programm, beziehungsweise wie man mit einer Batch eventuell. Die Mercy ist wirklich wieder belebt. Es hinbekommt, einen Prozess über den Prozessnamen zu killen und neu zu starten? Das kannst du mit einer Batch-Datei machen, ja.
Beziehungsweise ja. Über den Prozessnamen, du kannst ja aber den Pfad des Prozesses angeben. Also du nimmst eine Batch, soll die Batch-Datei irgendwas automatisch machen oder wenn du draufklickst? Nee, wenn ich draufklicke. Achso, ja, dann soll, das geht. Dann soll er den Prozess killen und den Prozess neu ausführen. Ja, das kannst du machen. Echt? Ja, nach dem Spiel. Dann. Ich habe das zum Beispiel für Explorer-Echse. Da ist ganz, noch ganz, ganz cool. Ich würde das zum Beispiel für Dings benutzen. Für Logitech. Falls sie mal aktiviert die Software, dann kannst du es. Alter, was hat er getan? Ich weiß es nicht, aber wir verlieren scheinbar trotzdem. Was hast du getan? Weil ein gewisser Hanso nicht zur Fracht geht. Ich bin zur Fracht gegangen, Junge! Ich wurde weggezogen! QP-Team. Hat das jemand gerade, oder? Ja. Hat er sagen, es ist random. Bei sowas finde ich halt schade, dass man seinen Ingame-Namen nicht einfach ändern kann, so on the fly. Dann würde ich mir einfach sagen, created by random oder so, oder random Hero oder so. Und wenn du genug Kohle hast, dann geht das. Ja, Alter, ich bin mit. Hier ist mein 10er bezahlen, nur um den Namen zu ändern, Alter. Ich wollte gerade sagen, ich war mit Best schon ultra scheiße, aber ich habe mit 2 Eliminierungen und verursachter Schaden 1500 zweimal Bronze. Ich hab 3 Kills Silber und Silberschaden. Mit Hanso! Ich bin so schlecht mit Hanso! Was spielen wir jetzt überhaupt? Du kannst mir jetzt erstmal mit der Batch helfen und dann kannst du. Was soll ich spielen? Wir können ja eh eine Pause machen. Machen wir Match verlassen. Lootboxen. Ich öffne jetzt noch die Lootbox. Lootboxen. Mach ich den Stream sogar aus. Also nicht mal Pause. Bis später.